Guten Tag. Es freut mich. Ich bin Stella. Es freut mich. Ich bin Marco. Stella, willkommen hier in meiner Wohnung und fröhliche Weihnachten. Konstruiert aus erneuerbaren organischen Stoffen. Ökologisch perfekt. Meine Haut ist ihrer Zusammensetzung nach der menschlichen Haut äquivalent. Ich rieche wie eine junge Frau, die vor 15 Minuten aus der Dusche gestiegen ist und ein Deo benutzt hat. Ich werde immer wie eine junge Frau sein, die 14 Tage vor ihrer Menstruation steht, die auf leidenschaftliche sexuelle Begegnungen mit einem Mann eingestellt ist. Ausgezeichnet! Das werde ich auf jeden Fall heute Abend ausprobieren. Seit mich meine Freundin vor 3 Monaten verlassen hat, weiß ich ja schon gar nicht mehr, was Sex ist. Wenn es um Sex geht, wirst du nur Freude mit mir erfahren. Ist wirklich ein Prachtstück. Deinem Stöhnen nach würde ich sagen, dass es für dich auch schön war. Wie kommst du darauf? Naja, wir haben immerhin zusammen einen Höhepunkt gehabt, gemeinsam. Mit meiner Ex war das ja nicht gerade oft der Fall. Ich bin so programmiert, dass mein Ah, dem deinen folgt. Ja, aber es war doch für dich auch schön. Zum Teufel, willst du damit sagen, dass du nichts gespürt hast? Deine Lust und deine Erregung übertragen sich im gleichen Maße auch auf mich. Meine Gefühle sind immer proportional zu den deinen. Das ist gar nicht schlecht, wenn das stimmt. Na schön, dann sag mir doch, ob ich der Beste war. Nein, du warst nicht der Beste. Der Beste war ein junger Chemiker aus dem Labor. Seine Herzfrequenz war die höchste von allen. Sein Körper war so elastisch. Seine Finger waren so weich. Und er hatte so... Hey, sag mal, geht's noch? Ich bin so programmiert, dass ich nicht lügen kann, weil ich eine Puppe bin. Und das gefällt mir am besten an dir. Obwohl du schon manchmal Dinge sagst, die mir nicht gefallen. Du hast große Fehler Maria gegenüber gemacht. Deswegen hat sie dich verlassen. Und deswegen trauerst du ihr nach. Ich und ihr nachtrauern. Ja. Unmöglich. Du warst 7 Jahre mit Maria zusammen. Du warst überzeugt davon, dass du sie liebst. Hast dich aber keinen Augenblick von deinem Egoismus getrennt. Du wolltest keine Kinder, obwohl du wusstest, dass Kinder für ihr Glück nötig sind. Du hast dich für eine Puppe entschieden, weil du dachtest, einer Puppe gegenüber würdest du keine Verpflichtungen haben. Du denkst an sie. Ja, unaufhörlich. Warum rufst du sie nicht an? Warum ruft sie mich nicht an, ne? Ist es wichtig, wer wen anruft? Ja, für mich schon. Das verstehe ich nicht. Du verstehst das nicht, weil du es nicht verstehen kannst. Wo bleibt da die Logik? Es existiert keine Logik zwischen Mann und Frau. Aber es liegt dir doch etwas an ihr. Natürlich, obwohl ich immer noch sauer auf sie bin, weil sie mich plötzlich verlassen hat. Du rufst sie also nicht an? Nein, ich rufe sie nicht an. Wie willst du dieses Problem lösen? Wie willst du mit ihr reden, ohne sie anzurufen?